Endlich habe ich das Spiel. Am meisten gefällt mir der, das sieht einfach aus wie Minecraft geklaut. Discovery. Ist das der nächste YouTube-Hit? Spielen jetzt alle Discovery oder was? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge von Super Mario Maker. Ich bin der Confused Brain oder einfach nur Yannick und, oh mein Gott, wo ist mein Körper hin? Ich bin so witzig, weil ich habe einen grünen Pulli an und ich habe den gerade weggemacht. Update wird vorbereitet. Da will man einmal aufnehmen nach Jahrzehnten und dann kommt ein Update. Was ist diese Erde? Ist so unfair. 10 Mario-Herausforderungen. Wer sind wir denn, wenn wir die 10 Mario-Herausforderungen machen? Wir spielen natürlich heute auf sehr schwierig. Denn wie jeder weiß, bin ich ein Gott, was Super Mario Maker angeht. Und hier im Hintergrund seht ihr übrigens Diana, die gerade im Hintergrund rumläuft. Da ist Diana. Prinzessin Peach wurde schon wieder entführt. Und, ich weiß gar nicht, warum ich diese dumme Schlampe noch rette, weil die wird eh immer von Bowser entführt und durchgenommen. Und ich muss die dann wiederholen und ich bin dann der, der immer die gebrauchte Ware zurückkriegt, wisst ihr? Das ist... Wer ist diese Peach? Und es fängt gleich an mit einer Japanerin. Ich hasse mein Leben. Ich bin guter Dinge. Das Level wird bestimmt richtig schön. Ich wette, wenn ich durch diese Röhre gehe, bin ich tot. Oh, bin ich noch nicht mal. Man ist noch nicht direkt tot in einem Level. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Jetzt haben wir einen P-Switch, den brauchen wir auch. Ah! Ich wollte doch nicht drücken! Ah! Oh Gott! Okay, ich hab's geschafft. Was ist das denn für ein Killer-Rodeo? Jungs! Oh, das geht voll schief. Ah! Oh, no. Tolles Level. Gerne wieder. Easy! Easy schreibt er da rein. Du doofe Sau, Inazuma. Das bestimmt immer noch nicht, ob das easy ist. Was ist das? Was ist das für eine Missgeburt von Mario? Was habt ihr getan? Oh. Easy. Haha. Inazuma. Easy, sagt er. Muss ich das überhaupt machen, wie ich das hier tue? Ich weiß es nicht. Oh, geil, ein Piss-Switch. Ah! Wie soll ich da... Q. Das ist jetzt also das neue Wort. Falls euch wer fragt, wie geht's euch heute? Q. Boah, das sieht doch schon aus wie Koks. Versteckte Coinblocks! Du dumme Sau! Ich hasse dich! Ich hasse dich so sehr! Wie soll ich da denn überhaupt... Piranha-Parcours! Ich konnte schon immer mit Fischen. Fischen ist voll mein Ding. Piranha-Parcours. Das ist mein Ding. Ich habe bis jetzt noch kein Piranha gesehen. Aber das ist ein Piranha-Parcours. Also warte ich nur darauf. Oh Gott. Jau! Und ich soll genau zwischen die fallen? Oh lol. Da ist schon das Ziel. Ich hab ein Level geschafft! Alter, Daniel, wenn du dieses Video siehst, wir hatten eine Wette am Laufen. Ich habe ein Level geschafft bei sehr schwierig. Oh! Ha! Du doofe Sau! Level beendet. Und weißt du was? Da kommentiere ich sogar drunter. Ich male dem jetzt das da drunter. Viele sagen aber, ich bin ein Künstler. Und ich habe gerade Mario gemalt. Sieht der nicht schön aus? Bitte sagt mir in den Kommentaren, dass ich ein Künstler bin. Das brauche ich für mein Ego. Wie Fehlercode? Kriegst du halt keine Zeichnung, du Arschloch. Gut. Aber einen Stern kriegst du. Level 2. Auf geht's. 96 Marios. Easy. Noch so ein Japaner. Ich möchte sterben. Oh, fuck. Ja. 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 Bowser Jr. Super Airship. Easy. Flugzeuge. Schon immer mein eigener Fetisch gewesen. Flugzeuge. Falls ihr mir mal eine Freude machen wollt, schickt mir Flugzeuge. Flugzeuge sind der Shit. Ich liebe Flugzeuge. Flugzeuge. Zeppeline. Oh, no. Tot. Tot. Schon immer, Alter. Tot, ne? Ah. Gönnung. Ah. Der Wahnsinn. Kann ich jetzt nicht theoretisch auch einfach rennen wie ein Berserker unter so...
Variety Challenge. Denn Variationen sind wichtig in unserem Leben, weil uns sonst langweilig... Was ist das? Was? Mann. Junge, was hast du dir dabei gedacht? Was ist mit dir? Ja, der Mii von dem, der sagt sofort aus, das hier wird einfach. Das wird... Warum tue ich das? Noch ein Japaner. Guck mal, der guckt aus und sagt, oh ja, geil. Boah, als ich das Level gemacht habe, habe ich 5-mal abgespritzt. Oh, Junge. So. Obacht. Oh, die Teile... Die Boos können sich sogar bewegen? Das ist ja so unfair. Also ich weiß, Fakt, dass hier in die Teile nicht reinkommen darf, weil die machen mich klein. Und klein sein ist, nicht toll. Ich weiß nicht, ob ich fahren sollte, wenn die hier sind oder wenn die nicht hier sind. MLG. Warum lachst du? Ist das nicht... Das ist halt so geplant, dass man... Nein. Ich möchte dieses Level nicht weiterspielen. Dieses Level war böse. Okay. Was habe ich gerade noch zu bösen Leveln gesagt? Oh mein Gott. Ah! Warum? Guck mal, hier kann man nach oben. Natürlich kann man hier nicht nach oben. Survival-Plattform. Danke, Alexander. Das Spiel wird bestimmt toll. Ich freue mich. So sehr. Das sieht aber wirklich cool aus. Okay, also ich muss jetzt nebenbei den ganzen Schwachsinn hier machen. Ja, ein typisches... Da muss ich da die Shelljump machen. Nee, ich dachte schon. Der Shelljump, das ist das einzige, was ich damals in Super Mario World super gut beherrscht habe und alle haben mich dafür beneidet. So, aber das ist das Level. Ich habe überlebt auf der Plattform. Werde ich jetzt gefeiert wie ein Held? Was passiert jetzt? Oh Gott! Ich glaube, es reicht nicht. Nein! Alexander, ich zeig's dir jetzt. Seid ihr bereit, mitzuerleben, wie Little Confused Brain das Level auf sehr schwierig jetzt einfach so macht? Einfach so. Passt auf. Einfach so macht er das. Passt auf, Freunde. Passt auf. Achtung. Den platziere ich da so ein bisschen. Ich hoffe, deine Mutter wird von einem hässlichen Menschen geküsst. Ich weiß noch nicht mal, ob du eine Mutter hast. Woher kommen Bomben? Sind die Leute, die Bomben herstellen, dann die Väter von den Bomben? Warum stelle ich mir solche Fragen? Was ist das? Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Little Confused Brain macht dieses Level jetzt einfach. Gebt mir eine Sekunde. Oh! Was? Moment, der muss auf meinen Kopf fallen, ne? Fall auf meinen Kopf. Danke. Was ist das? Warum? Ach, jetzt dürfte ich durch. Danke. Was ist mit diesem Jungen? Was hast du für ein Fetisch für Raupen? Ah! Was ist das? Was? Warum? Da sind so viele Ausrufezeichen hinter, die stehen bestimmt für diese ganze... Ja, überall ist das Lachen, ist witzig. Hast du gut eingebaut, ist witzig. Ja, du hast das Level deiner Mutter gesagt und gesagt, guck mal, da stirbst du und die lachen nicht dann aus. So wie ich damals mal ausgelacht wurde in der Schule. Das hast du deiner Mutter gesagt, ne? Ja, ich kenn dich, Typi. Als wenn ich das jetzt schaffen würde. Das wär's jetzt ja noch. Jetzt kommt da auch noch Feuer! Jetzt ist da auch noch ein Bock! Da wäre das Ziel! Das Level wird so gefickt. Ich mach das Level. Easy. Mit links. Ich spiele das Level jetzt mit den Füßen. Ich kann euch das leider nicht zeigen, weil ich habe keine Kamera mehr. Sonst hätte ich euch jetzt eine Facecam gemacht. Eine Feedcam. Stehen ja auch manche Menschen drauf.
Hätte ich euch gezeigt. Ich spiele es gerade mit den Füßen. Ihr müsst mir gerade glauben. Schade. Ich habe zu viel geredet nebenbei, sonst hätte ich es geschafft. Jetzt spielt das gerade mein Opa nebenbei. Kann ich euch leider auch nicht zeigen. Ich bin das jetzt... Mein Opa ist schlecht in dem Spiel, wie ihr seht. Und jetzt... gewinne ich. Speicherkarte voll! Geil! So viel zu meiner Facecam. Ach,